Aktuell ist es schwierig, die Landarztpraxen hier bei uns in der Region zu besetzen. Und da gibt es sicherlich mehrere Wege, wie man dort zu Verbesserungen kommen kann. Die eine Möglichkeit ist natürlich, dass man Anreize schafft, dass die Hausärzte hier bessere Bedingungen vorfinden, als sie in den Städten finden würden. Das kann man über die Bezahlung regeln, indem man hier eben die Budgets aufhebt, dass sie hier ein größeres oder gar kein Budget bekommen für ihre Praxen, sodass sie die Möglichkeiten haben, hier auch mehr Geld zu verdienen, als wenn sie jetzt in einem Zentrum oder in einer Großstadt arbeiten würden. Eine weitere Möglichkeit ist aber auch, dass man einfach mehr Ärzte ausbildet, dass auch mehr Ärzte auf den Markt drängen, die dann natürlich auch eine gewisse Anstellung suchen und die dann auch eventuell bereit sind, eine Landarztpraxis oder eine Hausarztpraxis zu übernehmen. Diese beiden Wege will man versuchen zu beschreiten. Das ist auch so im Koalitionsvertrag verankert worden. Und auch dafür wird man die Studienplätze an den Universitäten aufstocken, sodass auch mehr junge Menschen die Gelegenheit und die Chance haben, dann eben in den Arztberuf einzusteigen.